Einen wunderschönen guten Morgen aus unseren heiligen Hallen hier. Einen wunderschönen guten Morgen aus Dörfwerden. So, ja. Es ist Dienstag. Es ist Dienstag. Es ist irgendwie, man sieht es schon. Heute ist es draußen etwas grau. Es nieselt gerade sogar. Usselig, kennt man das Wort? Usselig? Ich weiß gar nicht, ob man das usselig kennt. Usselig, also hier ist es usselig. Hier ist es auf jeden Fall usselig, obwohl man sieht das da im Hintergrund. Das hindert mich persönlich nicht daran, dennoch mit Zehentrennern zu laufen, denn ich habe noch Sommer. Ich habe generell eine Hitze in mir. Aber was Sommer? Sommer habe ich auch mal hier. Hochgekrempelte Ärmel. Ärmel, da. Kurze Hose, barfuß, funktioniert alles. Wir trotzen dem Sommer wir sozusagen. Trotzen oder Sommer. Wir halten ihn dabei auch wirklich. Wir trotzen dem Herbst sozusagen. Dem was war das denn schon wieder? Ein Rauchmelder. Das hatten wir letztens schon mal wieder. Ja, hier hängen Rauchmelder. Wie viel hängen hier? Weiß auch nicht. 60, 70 Stück oder so. Und irgendwie, wenn es piepst, geht langsam aber sicher mal wieder so eine alle Batterie zu Ende. Das ist ja voll mega nervig. Naja, wo kann Markus da oben erstmal nach hochsteigen? Ja, das wird dann wieder ausgewechselt. Oh, hallo Doro, guten Morgen. Bitte schön nach rechts gucken. Also die Frau, die hat es mir echt angetan, weil ich will ja wieder sagen. Die hat eine rote Punkte. Man kann es nicht. Kann man. Sehr geehrter Herr Apple-Erfinder. Ach nee, der ist ja tot. Der ist tot. Das aber kann man gar nicht bringen. Weiterentwickler. Herr Apple-Nachfolger, das wäre doch mal super schön, wenn man diesen roten Punkt da hinsetzen könnte. Denn jeder normale Mensch, der diese Kamera auf sich gerichtet hat, guckt zu einem roten Punkt hin. Korrekt, ja. Kann der das denn nicht mal ändern? Da sind so viele Leute, die da in diesem Apple-Otto-Laden da arbeiten, die könnten doch mal so einen Punkt verschieben. Da kann ich doch nicht der Einzige sein, der sagt, dass man den von da nach da mal verschieben muss. Die benutzen aber wahrscheinlich alle die Videofunktion nicht. Das wird der Grund sein. So, das kann gut sein. Der Grund, weshalb wir jetzt um kurz vor 8, ja, sagt hier die allgemeine Uhr, dieses hervorragende Video jetzt natürlich machen, hervorragend, ne, sehr, sehr selbstverliebt gerade, machen, ist, das ist nämlich nachher wieder für ihn nach, wo ist er? Hier. Ja, wohin geht? Nach? Hamburg. Nach Hamburg, denn heute, ach verdammt, da hätte man jetzt auch sehr schön, das hätte man mal ein bisschen, wir machen das immer viel zu spontan, weißt du das? Lauf mal rückwärts, Otto. Ich geh mal hier lang. So, denn heute geht es nämlich für ihn, geht es nämlich dahin, in die grüne Abteilung. Nennen die sich eigentlich selbst auch grüne Abteilung oder sowas? Nein. Kriegt ihr wieder grüne Punkt oder so? Nee, nennen die sich bestimmt nicht. Geht es zu Remonte, zu Sven Carstens, das ist der Vertreter dieser Marke. Mhm. Der begleitet uns auch schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Korrekt, ja. Und Remonte haben wirklich immer sehr schöne Schuhe. Ich bin schon gespannt, was die heute dir zeigen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wobei ich weiß, er hatte schon mal was angekündigt gehabt. Da ist der Punkt, Kai. Da. Ja, man schielt auch. Los, schnack. Also, wie gesagt, er hat auch angekündigt, es gibt super viele neue Modelle. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt und freue mich drauf. Das war jetzt eine sehr spezifische Aussage. Ne? Das klingt aber auch wie jeder Verkäufer irgendwie. Ne? Komm mal bei uns vorbei. Wir haben super viele neue Modelle und das ist gigantisch und ja, wow. Ich weiß, dass die wirklich dann immer sehr, sehr viel machen bei Remonte. Wir haben ja viel von denen. Das ist ja auch eine sehr große Abteilung hier bei uns, da wir wirklich fast jedes Modell kaufen. Ja. Fast wirklich jedes Modell in Übergröße. Fast jedes, das ist auch eigentlich ein sehr schönes Wort. Genau, und das geht also wirklich über. Remonte ist wirklich stark vertreten, aber anscheinend. Ist auch eine sehr beliebte Marke. Der mögt das wohl wollen, sonst würden wir das ja hier nicht haben. In dem Sinne sagen wir aber auch schon Tschüss. Wir starten jetzt hier bei uns hier frisch in den Tag hinein. Frisch in den Tag hinein. Und ich. Ja, heute Nachmittag, ne, ist dann der Termin. Heute Nachmittag, richtig. Düse ich dann eben los und ein dann. Also beziehungsweise muss ich ein bisschen vorher losdüsen. Genau, Elbtunnel lässt grüßen. Ne? Und in dem Sinne wünschen wir allen natürlich einen wunderschönen Tag. Wir fangen jetzt gleich hier quasi mit dem Versand an. Rauchmelder-Batterien wechseln. Und dann meldest du dich heute noch, ne? Ich melde mich heute, auf alle Fälle. In dem Sinne wünschen wir auf jeden Fall einen schönen Tag und sagen bis dann. Tschüss. Ciao.